Geboren als uneheliches Kind im Gefängnis, abgeschoben in diverse Ostschweizer Heime und Pflegefamilien. Jahrelang geschlagen und eingesperrt. So ist Walter Remisberger aufgewachsen. Man hat einfach immer eins auf den Deckel bekommen. Und das Arbeiten auch. Man musste immer arbeiten. Und das eben auch noch mit den Medikamentenversuchen, die man gemacht hat an mir. Das war auch noch so etwas gewesen. Ja, einfach die Unterdrückung. Oder? Man ist einfach, die ganze Kindheit war mir irgendwie unterdrückt gewesen. Als schwer Erziehbaren abgestempelt, hätten seine Pflegefamilie mit Delphi auf Münsterlingen in psychiatrische Behandlung gebracht. Was dort wirklich passiert ist, hat Walter Remisberger erst letztes Jahr erfahren. Er bekommt Einsicht in seine Patientenakte und sieht schwarz auf weiß, dass er in Medikamente getestet worden sind, die bis heute nicht zugelassen sind. Und er ist vermutlich nicht der Einzige. Das ist auch ein ganz dunkles Kapitel da in der Schweizer Geschichte. Oder? Und das gehört eben auch zu vielen Heimkindern und Pflegekindern und administrativ Versagten. Und für die Kinder, die haben das auch müssen erleben. Oder? Weil man einfach bei denen Sachen getestet hat oder Maschinen angehängt hat. Und das weiss ich. Oder? Medikamententests und das weiss ich für Tests alles. Der Kanton Thurgau nimmt die Vorwürfe ernst. So wird jetzt der Nachlass vom ehemaligen Münsterlinger Klinikleiter Roland Kuhn im Staatsarchiv geordnet und soll später von einem Forscher untersucht werden. Wo einerseits auch sehen, was die Betroffenen haben müssen durchmachen mussten. Andererseits muss man aber auch sehen, was für Werte für die Forschung da entstanden sind mit diesen Medikamentenabgaben. Also es sind zwei Seiten, die man beleuchten muss. Und wir sind selber gespannt im Regierungsrat, wie sich das denn herausstellt und wie das sich alles ereignet hat, wie das alles abgelaufen ist. Sind wir selber natürlich auch interessiert, um das zu erfahren. Seine eigene Geschichte verarbeitet Walter Remisberger momentan in einer Ausstellung über sein Leben als Verdienkind. Er ist überzeugt, dass das, was in der psychiatrischen Klinik zu Münsterlingen passiert ist, noch wird breite Wellen schlagen. Er selber hofft einfach, dass so etwas nie mehr passiert.